Ja, frittierte Zwiebelblume mit Käsesoße. Onion Rings gehört der Vergangenheit an. Ich habe den Anrufer blockiert. Pro-Tipp: Dieses Gericht enthält wenig Vitamine, deswegen solltet ihr viel davon essen. Süße Zwiebel schälen, aber den Strunk unbedingt heile lassen. Die Zwiebel erst vorsichtig vierteln und dann noch viel vorsichtiger achteln. Wichtig: Darauf achteln, nicht zu tief in die Zwiebel zu schneiden. Die Zwiebelschichten vorsichtig auseinanderfummeln. Für den Wet-Dip braucht ihr ein Ei, Knoblauchpulver, Paprikapulver, Salz, etwas Vollmilch und Naturjoghurt. Alles verquirlen und bereitstellen. Für die Panade vermischen wir Mehl, Maisstärke, Knoblauchpulver, Kümmel und Chiliflocken. Die Zwiebelblume gründlichst mit der Panade benetzen. Ihr müsst da schon ein bisschen fummeln. Jetzt lassen wir die Blume in unserem Wet Dip baden und packen sie dann wieder ins Gefäß mit der Panade. Darauf achten, dass die Panade auch wirklich in jede Ritze kommt. Zwiebelring, sein Vater, wird jetzt 2-3 Minuten bei 175 Grad ausgebacken. Käsesoße rüber drippen, fertig. Damn! Ist das frech? Mmh.